der Schaffen als Stift ist halt, du hast halt viele Marken, du hast viele Leute und es ist halt auch sehr abwechslungsreich. Und wenn du einen Wunsch hast oder ein Bedürfnis, um jetzt, sagen wir jetzt Marken wechseln oder so, sie gehen recht auf deine Wünsche ein und sie probieren auch, um es so möglich, wie es von innen aus geht, halt zum Umsetzen. Also bei uns kann jeder Lernende sehr viel lernen. Er ist nicht 3-4 Jahre auf eine Marke konzentriert. Es wird dann langsam monoton für ihn. Nein, bei uns kann er 17 Marken kennenlernen. Wir haben 3 verschiedene Standorte auf dem Platzkur. Also er kann auch die Garage auf dem Platzkur wechseln. Also diese Ausbildung ist top. Ich habe mich für die Lehre entschieden, weil ich mich schon recht früh für die Autos, also vor allem Subaru, interessiert habe. Das ist halt auch ein bisschen von Papa seiner Seite her gekommen. Und dann habe ich gedacht, ja, easy, gehst du mal schnuppern. Und in Aswia ist so eine hohe Leidenschaft geworden und Aswia nicht die Leidenschaft zum Beruf dürfen können machen. Die Älteren lernen von den Jungen und umgekehrt halt auch, oder? Wenn sagen wir, ältere Fahrzeuge, vor allem wenn man mal im Haus hat, wo die Jungen nicht mehr so viel zu tun haben, ist halt immer ein Vorteil, wenn sie noch von der alten Hase sozusagen noch etwas können übernehmen und etwas lernen. Nach der Lehre ist auf jeden Fall der Plan und das Ziel, dass ich da bleibe, weil es gefällt mir wirklich sehr gut und du kennst halt die Leute und das Umfeld und weißt auch, wie sie ticken. Also, wenn mich der Chef will, auf jeden Fall.